Schauen wir, was die Technik sagt. Schaut gut aus. Zählt noch der Countdown runter. Zu Beginn muss natürlich immer die Technik gut sein und das schaut sehr fein aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock TV. Folge 137 an einem richtig feinen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr alle hattet ein richtig feines Wochenende. Ein Traumwetter, so wie es bei uns in Steyr in Oberösterreich ist. Ja. Mein Name, für die, die Rock TV noch nicht kennen, mein Name Chris Rohrhofer, alias Chris the Rock, Gründer und Inhaber von RockSports, die feinste Sportnahrung in Bioqualität. So, die ersten trudeln da schon ein. Ich sehe immer nur eine Ziffer und leider keinen Namen. Dann freue ich mich, wenn es mir ein kleines Lebenszeichen gibt. Und da habe ich schon das erste. Servus Meister, schreibt der Alfred Hinzinger. Alfred, du bist der Meister, Meister des Schiffdachs. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Du hattest wieder viele feine Schiffdächer zu decken. Ja, freue mich schon, da trudeln die nächsten ein. Richtig cool. Ja, um was geht es heute? Heute geht es um ein Thema, das ganz, ganz einfach ist auf der einen Seite, in der Umsetzung unglaublich schwierig. Von daher für mich extrem spannend und ich hoffe, euch macht es genauso Spaß. So, da sehe ich schon den nächsten, der stärkste Waschbär im Umkreis. Liebe Mario, einen wunderschönen guten Abend schreibt er. Den wünsche ich dir auch. Mario, freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und Mario, dich schätze ich und auch Alfred, dich schätze ich bei dem Thema, über das ich heute spreche, ganz, ganz stark ein, weil ihr zwei beispielsweise seid und ich nehme euch her, weil ihr da schon einen Kommentar reingeschrieben habt. Ihr, so schätze ich euch ein sehr gutes Körpergefühl habt und wisst, was der Körper braucht und was er nicht braucht. Und genau um das geht es heute. Heute geht es darum, intuitives Essen hört sich extrem spannend an, extrem langweilig eigentlich im ersten Sinn. Aber ich habe jetzt die letzten Folgen immer in der Rock D3 über das Thema Diät gesprochen. Da geht es immer um Gewichtsreduktion und so weiter. Wenn man sich jetzt aber mal einen Schritt zurück macht und überlegt, warum brauchen wir Menschen denn eine Diät? Warum werden wir denn zu dick? Warum haben wir denn zu viel Gewicht? Wenn man jetzt beispielsweise, und für die Tierliebhaber unter euch, die kennen das wahrscheinlich, die Ad libitum Ernährung. Ad libitum bedeutet im Grunde so viel wie nach Gutdünken oder nach Belieben. Wenn man zum Beispiel ein Nagetier hernimmt und dem Nagetier ein riesen Heferl voller Futter hinstellt, das Tier wird nicht übergewichtig. Wenn man das bei uns Menschen macht, wenn man da ein riesen Buffet herstellt, wir Menschen werden übergewichtig. Das heißt, da passiert scheinbar irgendwas, warum wir Menschen eine Diät brauchen, beziehungsweise unser spezielle Richtung, dass unser Körpergewicht sozusagen nicht explodiert. Und genau um das Thema geht es heute. So, die Jutta ist auch mit dabei. Jutta, jetzt haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Grüezi wohl, retour. Danke noch einmal für den feinen Proteinkuchen, war richtig fein lecker. Ja, das heißt, heute geht es um das Thema, wie kann ich intuitiv essen? Und zwar, wie ich es gerade bei den Nagetieren erwähnt habe, am Maus beispielsweise, klassisch die Laborratte beispielsweise auch. Die hören auf die Zeichen im Körper und die werden nicht übergewichtig. Wenn ich denen eine normale Ernährung kiloweise hinstelle, die werden nur so viel essen, bis sie satt sind, dann hören sie auf. Wir Menschen hingegen, wir sind auch von der Hirnentwicklung etc. ein bisschen komplexer und von daher gibt es da mehrere Einflüsse, die uns einreden. Einerseits, wie es aktuell beispielsweise ist, wir sind im ständigen Nahrungsmittelüberfluss, wir haben unsere sozialen Kontakte, also das sind so viele Einflussfaktoren. Das nächste ist beispielsweise Social Media, wo wir dann unzählige Informationen haben, die auf uns einprasseln, sei es jetzt diätseitig, sei es ernährungstechnisch. Man schlägt heutzutage die Kronenzeitung auf, das ist die Fachliteratur in Österreich, für die deutschen Kollegen, die sich das, die Folge anschauen. Und wenn man da dann irgendwas liest, da gibt es auch wieder Ernährungstipps drinnen. Und im Fernsehen, für die, die noch Fernsehen, gibt es auch die nächsten Ernährungstipps und so weiter. Das heißt, es prasseln unzählige Informationen ein und wir Menschen verlernen sukzessive auf den Körper zu hören. Und ich merke das selbst immer, auch beim Rockprinzip beispielsweise, bei meinen lieben Rockprinzip-Kunden, da arbeiten wir genau an solchen Dingen. Sprich, wie lerne ich das wieder auf den Körper zu hören? Das ist genau das Gleiche beim Training. Wenn ich Krafttraining betreibe und es tut irgendwas weh, naja, dann höre ich auf, beziehungsweise dann mache ich irgendwas falsch und schaue mal, analysiere das, okay, warum tut denn der Ellbogen weh? Muss ich mir überlegen, wie ich das besser machen kann. Und bei der Ernährung soll es ja genauso sein. Wenn ich am Donnerbalken, sprich auf der Toilette sitze
und da funktioniert irgendwas unten nicht und man spürt es ja, naja, dann ist wahrscheinlich das, was wir da oben reinstopfen, unsere Ernährung, vielleicht nicht passend für unseren Körper. Das heißt, wir müssen viel mehr überlegen, wie die Ernährung auf unseren Körper wirkt. Und das ist genau dieses Thema, das intuitive Essen. Ich brauche keine Diät fürs Idealgewicht. Im Grunde haben die Millionen von Jahren, die unsere Evolution uns Menschen, den Homo sapiens, hervorgebracht hat, die ist ja nicht blöd. Das heißt, in uns irgendwo schlummert es, aber wir haben das über die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte verlernt. Und ich möchte euch heute 5 Tipps mitbringen, die mir persönlich sehr, sehr gut geholfen haben. Sprich, wie man auch ohne Diät es schafft und ohne Kalorientracken, dass man sein Gewicht hält. Das sind ein paar ganz einfache Punkte. Und mein Wunsch ist es, einfach mit diesen einfachen Punkten euch auch weiterhelfen, so wie es mir damals weitergeholfen hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das war eine Einleitung, damit das Ganze auch versteht. Das heißt, es geht um Ad libitum Ernährung, hört sich auf Neudeutsch so an. Es geht um intuitives Essen, es geht um Mindful Eating, ist jetzt das neue Vokabel aus dem englischen Bereich. Das heißt, wir schauen uns einfach an, wie der Körper das Ganze regelt. Irgendwo gibt es ein Sättigungsgefühl, der Körper ist so komplex, der regelt das eigentlich ganz von allein, aber wir lassen uns da irgendwie durcheinander bringen. Und da gibt es einfach ein paar Punkte, die man berücksichtigen sollte. So, und zwar muss man sich dann die Frage stellen, wo ist denn unser Körpergefühl? Warum lernen oder verlernen wir das? Warum essen wir denn zu viel? Wir sind gesättigt und essen trotzdem noch weiter. Warum tun wir das? Also es gibt so viele Einflüsse. Wir haben ein ständiges Überangebot, die Ernährungstrends, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Intrinsisch und extrinsisch. Sprich, intrinsisch, das sind die Körpergefühle, die man hat, wenn ich wirklich gesättigt bin, wenn ich meinen Teller geleert habe und ich satt bin, dass ich mir trotzdem noch vielleicht ein Schnitzel mir aufs Teller gebe oder vielleicht doch noch ein Knödel und doch noch eine Nachspeise, weil jetzt sind wir ja gerade alle in der Verwandtschaft da, da gibt es noch ein Küchlein obendrauf. Das sind dann auch soziale, extrinsische Faktoren, die dann auf uns einwirken. Und in Summe, naja, wenn ich in jede Woche zwei Samstag und Sonntag jemanden eingeladen habe und dann unter der Woche noch viel unterwegs bin, vielleicht eine Geburtstagsfeier im Büro, wo ein Kollege feiert, dann nimmt er Kuchen mit und so stapelt sich das Ganze auf. Das heißt, es gibt viele extrinsische Faktoren, die unsere intrinsischen, obwohl wir vielleicht schon satt sind, unsere intrinsischen Emotionen einfach übersteigt. Und das führt dann dazu, wenn ich immer mehr zuführe, ja, dass ich sukzessive dann mein Körpergewicht aufbauen werde. Und dann irgendwann sage ich mal, ui, wo kommen denn diese 15 Kilo her? Da muss man sich wieder überlegen, gut, ich stürze mich in eine Diät rein, schauen wir das an, wie das funktioniert. Ja, und diese Diäten sind dann meistens nur so kleine Einschnitte und nach diesen Diäten geht es meistens wieder bergauf, wenn man es falsch macht. Und ich habe euch ja in den letzten Wochen in der Vox-Diät-Reihe gezeigt, wie man es richtig macht, beziehungsweise gibt es auch das Online-Programm Vox-Diät-Reihe für die, die sie gar nicht diese ganzen Videos anschauen wollen, sondern alles kurz und knackig zusammengefasst haben, einfach auf der Rocksports Website vorbeischauen. Bei Rockademy gibt es den Punkt Rocks-Diät-Reihe. Da habt ihr mein gesamtes Diätwissen beisammen. Kostet 99 Euro, da habt ihr alles beisammen, plus inklusive ein Gespräch mit mir, wo wir uns genau eure spezifischen Herausforderungen anschauen. So, und da habe ich es noch einmal hergeschrieben. Die beste Diät ist jene, die du für immer durchhältst. Und genau das ist das intuitive Essen. Wenn wir auf den Körper hören, genauso wie es beim Training ist, beim Sport, bei der Gesundheit im Allgemeinen, wenn wir auf die Signale unseres Körpers hören, dann funktioniert es. Und genauso ist es beim Essen auch. So, jetzt habe ich lang genug geplaudert. Jetzt gehen wir direkt auf diese 5 Tipps rein, wie man intuitives Essen wieder lernt. Das sind ganz einfache Dinge, aber so wie ich es vorhin gesagt habe, Theorie ist immer einfach. In der Praxis, in der Umsetzung wird es kompliziert. Und da freue ich mich jetzt auf euer Feedback, ob das Ganze verstanden ist. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1, wie man intuitiv essen lernt, man muss einfach auf die Körpersignale hören. Und ich bin ein großer Verfechter vom Häusl-Test. Ich weiß nicht, wer von euch den Häusl-Test kennt. Häusl-Test in Österreich heißt es, wenn ich aufs Klo gehe, ist es das Häusl. Wenn ich im Häusl bin, den Häusl-Test mache, geht es einfach darum, dass ich, wenn ich auf die Toilette gehe, mir anschaue, was passiert denn da. Was meine ich damit? Wird sich der eine oder andere denken, irgendwie, was redet der da Komisches? Wenn wir sehen, wie unsere Verdauung funktioniert, dann ist es in der Regel, lässt sich daraus gute Rückschlüsse auf die Ernährung machen. Sprich, wenn ich immer nur
eine schlechte Verdauung habe, Verstopfung habe, Bauchweh habe, Blähbauch habe und so weiter, dann muss ich mir überlegen, was ich da oben immer reinstopfe. Das ist nur ein Beispiel für Körpersignale. Nächstes Körpersignal. Habe ich einen Hunger oder ist es tatsächlich nur der Gusto auf irgendwas Süßes? Das sind immer zwei Dinge, die meistens das Zweite sind. Sprich, meistens haben wir keinen Hunger, sondern einfach nur Lust auf irgendwas Süßes oder Lust auf irgendwas Salziges oder auf irgendeinen Snack. Aber tatsächlich einen Hunger haben wir oftmals nicht. Das heißt, auch das sind Körpergefühle. Das Nächste, haben wir wirklich unseren Durst? Oftmals trinken wir zu wenig. Das heißt, einmal bewusst schauen. Wenn ich einen Hunger habe, habe ich einen knurrenden Magen. Wenn ich einen Durst habe, habe ich meistens schon einen trockenen Mund. Vielleicht teilweise, wenn es schon ein bisschen blöd hergeht, kann ich nicht mehr so schnell reagieren etc. Das sind alles Zeichen, die uns der Körper gibt und wir müssen bewusst darauf schauen. Das heißt, Punkt Nummer eins, einfach einmal bewusst auf die Körpersignale achten. Wenn ich den ganzen Tag schlapp und müde bin und mich nicht konzentrieren kann, ist das ein Zeichen dafür, dass meine Ernährung nicht wirklich sachgemäß ist. Denn der Körper, wenn er richtig funktioniert, dann ist er stark, dann funktioniert die Verdauung, dann können wir uns konzentrieren. Und wenn das aber auf Dauer nicht wirklich funktioniert und das Rad nicht wirklich rumläuft, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir irgendwas falsch machen. Sei es jetzt vielleicht zu wenig Schlaf oder vielleicht das Thema Ernährung oder vielleicht das Thema Trinken. All diese Dinge, die müssen wir beachten. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Körpersignale beachten, ja, ist ein ganz einfacher Punkt. Aber das in der Praxis umzusetzen, das nächste Mal, wenn es auf dem Klo sitzt, denkt bitte an mich und überlegt, wie geht es euch da jetzt gerade dabei. Und das sind watschen einfache Dinge, wie man so schön sagt, aber ganz, ganz effizient oder effektiv. Punkt Nummer zwei, nimm dir Zeit. Und zwar, wer kennt es nicht? Klassisches Fernessen. Entweder vom Fernseher oder vom Smartphone in der einen Hand die Gabel, in der zweiten Hand das Smartphone und dann wird so gegessen. Nebenbei YouTube schauen, da muss ich ehrlich sagen, da erwische auch ich mich ab und zu. Aber das sind genauso Dinge. Bewusst essen, wenn ich immer abgelenkt bin, wenn ich immer mir Videos oder sonstige Dinge anschaue und gar nicht mitkriege, was ich da eigentlich esse, dann fehlt einfach was. Wenn ich mich bewusst hersetze und mich um das Essen kümmere, was da auf dem Teller ist, man wird feststellen, dass man ein besseres Sättigungsgefühl hat, weil einfach mehr sensorische Elemente mit dem Essen mitspielen. Ich rieche das, ich sehe das bewusst und schaue eben nicht immer aufs Video. Da spielen so viele Dinge mit. Allein was, wenn der Körper das Essen sieht, die Enzyme etc. in der Verdauung, die dann entsprechend vorbereitet werden, unter Anführungszeichen. All das spielt beim Essen mit. Und wenn wir uns da bewusst darum kümmern, funktioniert es deutlich, deutlich besser. Das ist Tipp Nummer zwei, nimm dir Zeit beim Essen. Wie sich das anhört, Bauchwatschen einfach, aber die meisten Menschen tun es nicht. Einfach irgendwo schnell zwischendrin oder am Bürotisch oder schnell im Auto und so weiter. Das lässt sich eh nicht immer vermeiden, aber wenn man die Möglichkeit hat, am Abend in Ruhe essen, gemütlich essen, ihr werdet sehen, das ist ein Unterschied. Punkt Nummer drei. Und das merke ich gerade bei meinen lieben Rockprinzip-Kundinnen. Das ist meistens ein Thema von den Damen, die Emotion und Stress essen. Wobei ich kenne das, das ist nicht richtig. Ich kenne es auch von meinen Rockprinzip-Herren, die beispielsweise im Vertrieb tätig sind und viel im Auto sitzen und dann sagen, okay, im Alltag, ah, ich habe überhaupt keine Zeit zum Essen. Fahr schnell zur Tankstelle, ich hole mir da schnell in der Kleinigkeit Futter, Futter, Futter. Neben dem Autofahren, der wird sich nicht ums Genießen gekümmert, sondern schnell, schnell irgendwelche Kalorien rein. Das ist oftmals Emotions- bzw. Stressessen, wo ich einfach dann schaue, schnell Kohlenhydrate rein. Und wir wissen für die aufmerksamen Rock-TV-Zuseher, wenn ich mir Kohlenhydrate zuführe, kann ich meinen Cortisol-Level beeinflussen, sprich senken. Cortisol ist im Grunde das, was unser Stresshormon ist. Und wenn ich jetzt Kohlenhydrate zuführe und damit mein Stresshormon ein bisschen sinken kann, naja, dann verbindet es der Körper damit und sagt, ui, cool, das sehe ich in diesem Lebensmittel kurzkettige Kohlenhydrate, die füttere ich rein, somit sinkt der Cortisol-Level und ich habe weniger Stress. Immer genau in diesem Bereich drin. Emotions- und Stress ist. Ja, und der Punkt, der dagegen hilft, ist Selbstreflexion. Und da arbeiten wir zum Beispiel im Rock-Prinzip ganz speziell dran. Was passiert denn oder was ist denn passiert, wenn ich im nächsten Schritt dann Stress esse? Da muss man sich dann selbst reflektieren, darum habe ich es auch hergeschrieben. Und nur dadurch kann man das Ganze in den Griff bekommen. Punkt Nummer drei.
So, schauen wir mal, was da so steht. Das ist ja komplett ruhig. Entweder habe ich das so perfekt beschrieben oder es ist einfach alles klar. Schreibt es mal rein, ob das Ganze verständlich ist. Ich würde mich freuen über Feedback, damit ich weiß, ob ich eh nicht zwischendurch. So, das waren jetzt die ersten drei Punkte. Punkt Nummer 4. Die Basis sollten immer Lebensmittel sein mit einer geringen Kaloriendichte. Lebensmittel, ja, steht sogar genau. Lebensmittel mit einer geringen Kaloriendichte als Basis. Was bedeutet das? Kaloriendichte, wenn ich jetzt ein Stück Kartoffel esse, hat es eine geringere Kaloriendichte, sprich Kalorien pro Volumenseinheit, als wenn ich jetzt Kartoffelchips esse beispielsweise. Da habe ich auf die gleiche Menge, auf das gleiche Volumen deutlich mehr Kalorien. Warum? Naja, weil da das Öl mit dabei ist, die Chips sind in der Regel frittiert und so weiter. Das heißt, ich habe pro Volumenseinheit deutlich mehr Kalorien. Wenn man aber drauf schaut, bei der Ernährung möglichst geringe Kaloriendichte zu haben, was ist das zum Beispiel? Das ist Gemüse. Das ist alles, was möglichst unverarbeitet ist. Das kann unverarbeitetes Fleisch sein. Das kann verarbeitetes Fleisch beispielsweise ist eine Wurst, alle Wurstwaren, alles, was in diese Richtung weitergeht. Unverarbeitete Fleischprodukte, das kann ein Steak sein beispielsweise, wo einfach die Kaloriendichte deutlich geringer ist. Und je stärker verarbeitet die Produkte sind, klassisch Nutella beispielsweise ist jetzt ein gutes Beispiel für verarbeitete Produkte, einfach die Kaloriendichte, wenn ihr euch das hinten anschaut, die Kalorien je 100 Gramm extrem hoch sind. Und ja, wenn ich dagegen beispielsweise ein Brokkoli vergleiche oder andere Gemüsearten, naja, dann merke ich, die Kaloriendichte ist deutlich geringer. Und genau darum geht es. Wenn man auf die Kaloriendichte achtet, sagen wir mal 50, 60, 70%, ich bin immer der Fan von der 80-20-Regel, wenn ich zu 80% auf diese Lebensmittel achte und schaue, dass die Kaloriendichte möglichst gering ist, möglichst unverarbeitete Produkte, dann kann ich mir auch die restlichen 20% irgendwelche Dinge reinhauen, die ich halt vielleicht sonst nicht esse. Das kann mal eine Sache dort sein, ein Schokokuchen, was auch immer. Das heißt, Kaloriendichte 80-20 ist immer meine Herangehensweise und auch das gehört zu einer intuitiven Ernährung. Denn wir, wenn wir jetzt in die Steinzeit zurückgehen, da hat es halt noch kein Nutella oder keine Haselnusscreme oder sonstige Dinge gegeben oder noch kein Olivenölfläschchen, wo ich halt dann einen Haufen drüber schütte über den Salat. Genau solche Dinge hat es nicht gegeben. Das heißt, das sind auch wieder Faktoren, die heutzutage uns beeinflussen und die müssen wir halt mit in die Berücksichtigung nehmen. So, der liebe Mario schreibt, sehr gut erklärt, freut mich, Dankeschön. Alfred gibt mir einen Siegerdaumen, freut mich, wenn das verständlich ist, coole Sache. So, und jetzt noch der fünfte Punkt, habe ich hergeschrieben, satt ist nicht gleich satt. Ich habe auch in einer der letzten RockTV-Folgen, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, haben wir darüber gesprochen, über das Thema Sättigungseffekt. So, da gibt es jetzt mehrere satt. Was bedeutet das? Ich kann satt sein, wenn ich jetzt vor mir ein Teller habe, mit einem Schnitzel drauf, das habe ich gegessen, dazu vielleicht Eis und ein bisschen Kartoffeln, dann bin ich satt. Wenn ich dann vielleicht, weil ich Appetit habe, noch ein zweites Schnitzel esse, dann bin ich noch satt sozusagen. So, aber wenn wir das einmal probieren, dass wir beispielsweise nur die Hälfte des Schnitzels essen, haben wir vielleicht auch schon ein Sättigungsgefühl. Und zwar dann, wenn wir bewusst essen, wenn wir langsam essen, wenn wir das Ding gut durchkauen, auf Österreichisch gesagt, naja, dann sind wir schneller gesättigt. Das heißt, es gibt einen Unterschied, wenn ich beispielsweise auch nur 80% von meinem Teller esse, dass ich trotzdem schon gesättigt bin. Naja, dann esse ich die restlichen 20 noch, damit halt das Teller leer ist. Aber im Grunde wäre ich schon mit den ersten 80% satt. Das heißt, das sind genau diese Dinge. Wenn ich bewusst darauf achte, wenn ich auf das Hungergefühl höre, esse ich das zweite Schnitzel, und zwar einen Hunger habe oder nur, weil ich einen Appetit auf das habe. Das sind genau diese Details. Ich hoffe, das kommt klar rüber, wie ich das meine. Das nächste, der Clean Plate Effekt. Ich weiß nicht, ob Sie den kennt. Clean Plate Effekt bedeutet, Clean Plate Effekt, sagt man da, der Schmäh vom Alfred, der hat mir jetzt gerade kurz auseinandergebracht. Wie immer sagt, Gemüse ist nicht deppert. Genau so ist es. Gemüse ist nicht deppert. Aber man sagt immer vom Salatschrumpf der Bizeps, das kann ich dementieren, das stimmt nicht. Salat ist ganz gut. Und wie der Alfred sagt, Gemüse ist wirklich nicht deppert. Zurück zum Clean Plate Effekt. Clean Plate im Sinne von Teller.
Man hat in einer Studie ganz gut herausgefunden, dass egal wie groß die Portion am Teller ist, dass man meistens das Teller leert. So, wenn ich jetzt die Portion pro Teller kleiner mache, zum Beispiel von den 110% auf die 80%, dann ist das Teller leer, Clean Plate Effekt ist erfüllt, ich bin aber trotzdem satt. Das heißt, man kann einfach versuchen, die Portionen, die man sich pro Tag, pro Mahlzeit gönnt, einfach einmal um 20% reduzieren. Und man wird feststellen, dass man wahrscheinlich in 90% der Fälle trotzdem satt wird. Das heißt, ihr seht, das sind alles wahnsinnig einfache Dinge, die aber funktionieren. Diese Dinge habe ich selbst an mir getestet. Man glaubt gar nicht mit, wenn man genüsslich einmal eine Mahlzeit isst, wie schnell man da satt wird. Es gibt ja verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Das eine sind beispielsweise die mechanischen Rezeptoren in unserem Körper, sprich, wenn die Dehnung im Magen da ist, symbolisiert das den Körper, oh, okay, da ist was im Magen da, wir können ans Hirn funken, wir brauchen nicht mehr so viel oben reingeben, oder der Insulinspiegel beispielsweise und so weiter, gibt es verschiedene Faktoren. Und durch natürliches, in Ruhe genießendes Essen, sprich diese Faktoren, die wir da besprochen haben, ist einfach schneller das Sättigungsgefühl da. Und dann wird man merken, dass man von Natur aus deutlich weniger Kalorien zuführt. Und damit schließt man wieder den Kreis, den man da oben haben, wo ich gesagt habe, wo haben wir es? Genau, Beispiel bei den Nagetieren, die ad libitum ernähren können. Sprich, die Tiere essen nicht mehr, wie sie brauchen, weil sie auf den Körper hören. Und wenn wir auf den Körper hören, diese 5 Tipps sind der Einstieg in dieses Thema. Wenn wir auf unseren Körper hören, dann werden wir kein Geld brauchen. Dann haben wir allein durch diese Dinge unser Idealgewicht. Wir müssen nur lernen, wieder auf den Körper zu hören. Es ist genau das Gleiche, wenn ich in das Thema Mindset reingehe. Wir müssen wieder lernen, auf unser Bauchgefühl zu hören. Wir müssen wieder lernen, dass unser Verstand, der uns vielleicht immer irgendwelche Dinge vorgaukelt, dass wir einfach einmal einen Schritt zurückgehen und schauen, was ist denn wirklich der Fall? Fühlt sich das, was ich mache, wirklich gut an? Und genauso ist es auch bei der Ernährung. Und wenn man das in den Griff kriegt, diese Intuition, wenn man die wieder entwickelt, braucht man auch keine Diät machen. Und ich spreche jetzt nur von Menschen, die vielleicht ein paar Kilo zu viel haben. Wenn es ein Wettkampfdiät ist, das lässt sich nicht vermeiden. Das ist aber sehr kalkuliert, sehr strukturiert. Aber wenn man jetzt schon über viele Jahre hinweg Probleme mit dem Gewicht hat, naja, dann muss man sich genau mit solchen Dingen im ersten Schritt einmal Gedanken machen. Und das ist der Input, den ich heute mitgeben möchte. Ja, und das Fazit von dem Ganzen sind genau 2 Punkte. Punkt Nummer 1, Diät ist okay, wie ich es gerade gesagt habe, in einer Wettkampfvorbereitung beispielsweise, oder wenn ich eben mein Übergewicht einmal reduzieren möchte, auch mein Idealgewicht, aber dann muss ich in dieses, meine Empfehlung, in dieses intuitive Essen einstellen. Dann werde ich mittel- und langfristig mein Zielgewicht halten, ohne dass ich jede Mahlzeit da mittrinken muss. So, und Punkt Nummer 2, Gefühl, wie im Training habe ich dir hergeschrieben, genauso wie das Körpergefühl herzeigen. Im Training gehe ich auch nicht rein, mache Kniebeugen unaufgewärmt mit 200 Kilo, sondern ich wärme mich ja auch mit Gefühl auf. Ich gebe dem Körper Zeit und genauso muss es auch bei der Ernährung sein. Ja, das war's von meiner Seite. Zum Thema intuitives Essen, Libitum Ernährung, auf den Körper hören, Körpergefühl entwickeln. Ja, und jetzt möchte ich den Ball zu euch retour spielen. War das verständlich? War das klar? Ich freue mich immer auf Feedback. Auf Facebook wird mit, ja, Herzchen, Likes, Wows, es gibt auch Umarmungen bezahlt. Und da merke ich dann, ob euch das gefallen hat oder nicht und wie ich mich für die nächste RockTV-Folge vorbereite. Das Ganze heute war wieder unter dem Schirm die Rock D3, das heißt alles, was mit nachhaltig gesunder Ernährung, mit Diät und Co. zusammenhängt. Ja, und das war es im Grunde. Freue mich auf Feedback, freue mich auf eure Rückmeldungen, wie immer auf WhatsApp, per Mail oder auch hier direkt darunter. Ja, und wünsche euch noch einen richtig feinen Abend, wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen dieser 5 Tipps. Freue mich auf eure Rückmeldung. In diesem Sinne, schönen Abend, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.